So, dann der Bastelzeit und heute sind wir mal wieder bei den alten Bekannten. Mäuse. Ja, der Touchpad ist schön und gut am Laptop, aber wenn man so semi-stationär arbeitet, wie abends auf der Couch, ja, Touchpad reicht vielleicht zum Surfen, aber wenn man ein bisschen Cut nebenbei macht, ist eine Maus doch schon sehr hilfreich. Ja, normalerweise habe ich ja hier so Kabelmäuse, aber wer hier den Kanal schon länger sieht, der weiß, dass ich die sehr häufig reparieren muss, weil mir die Kabel ständig brechen. Ja, die sind wohl nicht dafür gedacht, irgendwie da allzu sehr belastet zu werden. Deswegen hatte ich mir dann vor knapp über einem Monat bei einer Bestellung mal ein bisschen was mitgekauft, nämlich das Ding hier. Das hier, das ist auch eine Maus. Ist jetzt eine Vertikalmaus, einfach weil ich vor einem Radunfall meinen Arm nicht mehr so doll bewegen kann. Deswegen ist das hier für mich dann angenehmer, wenn ich auf der Couch liege. Und ja, wie man sieht, kein Kabel. Das Ding hier ist eine Funkmaus, hat noch einen Empfänger dabei, der ist an dem Laptop und dann kann ich das Ding hier wunderschön benutzen. Ist jetzt, glaube ich, keine Neuigkeit, oder? Naja, gibt aber ein Problem. Ich sagte doch, ich habe es vor etwa einem Monat gekauft. Und ich habe es halt abends vielleicht mal Stunde, zwei Stunden jeweils benutzt. Aber ja, sonst nicht viel. Und trotzdem durfte ich jetzt hier schon mal die ersten Batterien wechseln. Ja, das Ding läuft mit zwei Batterien und zwar AAA. Ein Monat Batterielaufzeit ist nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht hätte. Granted, da wird auch ein bisschen reinspielen, wie ich damit umgehe, denn es gibt hier drei Modi. Das erste ist, wenn man es aktiv benutzt. Das zweite ist, wenn man es stehen lässt, dann geht das in Low-Power-Modus. Und das dritte ist, auf der Unterseite haben wir hier einen An-Aus-Schalter. Da können wir dann entsprechend wählen, ob wir das Ding ein- oder aushaben wollen. Naja, ich habe es nicht wirklich ausgeschaltet, sondern habe es einfach stehen lassen. Und der Empfänger war auch im Laptop, das heißt, die Funkverbindung war auch noch da. Ansonsten schaltet die sich irgendwann selber aus. Heißt also, die ganze Zeit Standby-Verbrauch. Selbst wenn ich das mache, ist das aber uncool, dass so schnell im Betrieb so eine Batterie leer ist. Habe jetzt mal geguckt, also hier diese Batterien, die sollen angeblich 1,1 Amperestunden haben, also 1100 Milliamperestunden. Ja, hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Ich bin da mal hingegangen und habe die Maus gemessen. Und wenig überraschend kommt da ein bisschen mehr raus. Ja, im Betrieb, ich bewege das Ding, da komme ich fast auf 14 mA, was da gezogen wird, also im Betrieb tatsächlich. Wenn ich das Ding einfach nur so stehen lasse, na, dann sind es immer noch 4 mA. Das heißt also, ja, zwischen Ausschalten und es einfach liegen lassen, liegt dann doch noch ein bisschen was. Denn wenn wir mal rechnen, naja, 1100 mAh geteilt durch 4 mA Standby-Strom, das sind irgendwie so knapp zwei Wochen. Nicht gut. Und das soll dann das heutige Thema sein. Ich will das Ding hier mit einem Akku betreiben. Das heißt also Batterien weg und dafür irgendwas wieder Aufladbares rein, sodass ich nicht die ganze Zeit hier Zeug wegwerfen muss. Ist zwar immer noch ein bisschen schade um die Energieverschwendung, sage ich mal. Aber mit Glück kann ich das irgendwie hier mit meinem 12 Volt Solarzellen koppeln, sodass das Ding tagsüber, wenn Sonne es auflädt, dann ist es ja more or less freie Energie, um mal alle Leute hier zu triggern. Okay, in einer normalen Maus ist schon wahrscheinlich genügend Platz. Dann brauchen wir, denke ich, nicht drüber zu reden, dass hier in so einer Maus mehr als ausreichend Platz ist, um auch einen Akku drin unterzubringen. Also probieren wir das einfach mal. Fangen wir mal damit an und suchen Schrauben, üblicherweise unter den Pads hier. Und Überraschung, yo, da ist eine Schraube. Wo eine ist, da sind wahrscheinlich auch noch drei andere. Wir haben vier Pads. Also eine Schraube, zwei Schrauben, drei Schrauben. Mathematik. Nummer. Niete. Ha, okay. Gut, wir kriegen nur drei Schrauben. Hier unten ist keine drunter. Dann nehmen wir das mal so zur Kenntnis und gucken, dass wir die rausbekommen. Hier das Batteriefach noch auf Seite. Da ist aber nichts mehr drin. Wir sehen nur, hier an der Seite ist anscheinend nichts an Kabeln. Auf der Seite sind Kabel. Also die Akkus sind hintereinander und machen 3 Volt. Das hatten wir ja eben schon gesehen.
Viel erwarte ich da drin eigentlich nicht. Diese Mauschips sind inzwischen eigentlich recht integriert. Das heißt, wir haben hier ein Plastikding, was als Linse dient, haben dann darüber den eigentlichen Sensor, der aber auch gleichzeitig der Controller ist. Eine LED dann irgendwo an der Seite, hier an der Seite müsste die dann sein. Und ja, irgendeine Art von Antenne wird sich da auch noch drin verstecken, um entsprechend dann die Verbindung zu dem Empfänger herzustellen. Im Übrigen, Empfänger ist hier bei der USB-Stick, der mit dabei ist, und das ist kein Standard, also nicht irgendwie Bluetooth oder sowas. Macht das Ganze dann nicht mehr ganz so universell, weil man halt jedes Mal den Sender einstecken muss. Andererseits, auch Bluetooth ist halt nicht ganz so universell, wie es cool wäre. Okay, hier sind wir. Ja, nichts gesteckt, okay. What? Okay, interessanter Aufbau. Wir haben also unsere Platine hier unten. Haben von da aus jede Menge Flachbandkabel, die nach oben gehen. Einmal zu dem hier und dann oben drin nochmal einer. Das wäre einmal hier diese beiden Mausbutton plus das Mausrad. Und das andere ist hier oben noch eine Taste, die wir ganz oben drauf haben. Die sind festgelötet. Dazu gibt es dann den Sensor, den ich angesprochen habe, die LED, die ich angesprochen habe, Quarz, und die Verbindung zur Batterie ist gesteckt. Why? Wieso steckt man die Batterie, aber nicht die Dinger, die nach oben gehen? Nach oben würde es noch mehr Sinn machen, weil dann könnte man hier den ganzen Klumpatsch jetzt aus den Füßen hier holen. Wie auch immer. Was wir auch noch haben, ist noch eine LED hier, LED 2. Die ist nicht bestückt. Ich schätze mal, das ist, um hier diesen Streifen an der Seite in anderen Farben leuchten zu lassen. Ich denke, wir brauchen den hier nicht. Ja, wenn wir schon die Möglichkeit haben zu stecken, ja. Ich wollte gerade sagen, dann stecken wir die Batterie aus. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe die Buchse, wo eingesteckt ist, direkt mit rausgerissen, wie es aussieht. Ah, ist auch gut befestigt, also der will da auch nicht wirklich raus. Na gut, lassen wir es drin. Plus und Minus ist ja zum Glück beschriftet, das heißt, da sollte man auch so schnell nichts verwechseln können. Board selber ist hier mit einem Clip fest. Das ist nicht schön. Ich habe die dumpfe Befürchtung, den breche ich nämlich gleich ab. Was ich hier nämlich noch sehe, hier, ach nee, das ist der Ein-Ausschalter, den haben wir ja auch noch. Für manuell ein und aus, okay. Na, keine Antenne bisher. Die wird dann auf der Unterseite sein, ist ja eine einseitig bestückte Platine. Leider, leider, leider kriege ich es aber nicht hier raus, gar. Ist auf der anderen Seite auch noch, ja, okay, auf der anderen Seite ist auch noch eine von denen. Das Problem ist, man kommt halt auch nirgendwo sinnvoll dran. Ah, jetzt. Okay. Hoffen wir, dass wir auf der Unterseite nicht zu viel verkratzt haben. Und da sind wir. Hooray! Ja, hier sehen wir die Linse, die übrig bleibt. Das ist diese Plastiklinse. Und wir haben tatsächlich mehr als erwartet. Wir haben nämlich neben dem Sensor tatsächlich noch einen Controller. Und der hat hier seine kleine Antenne. Vom Abstand würde ich schon sehr, sehr auf 2,4 GHz tippen. Ansonsten noch ein bisschen Passivgerümpel, ein paar Widerstände außenrum, sonst anscheinend nichts. Hier ist sogar eine Beschriftung drauf und ich glaube, der hier, hatte der auch eine? Nee, der hat leider keine Beschriftung. Das ist schade. Ich hatte gehofft, dass die beide eine Beschriftung haben, denn was natürlich wichtig wäre, wenn ich hier auf Akku umbauen möchte, können diese beiden Dinger mit höheren Spannungen umgehen? Ich gehe von eher ja aus. Zum einen, weil die 4,2 Volt für Akku ja eher üblich sind und auch, dass das Batteriegehäuse hier gesteckt ist, würde ich fast darauf wetten, dass das Ding auch für Akku gedacht ist. Ich glaube, die gibt es sogar mit Akku fertig zu kaufen. Und das Zweite, was mich dazu dieser Idee bringt, dass wir eventuell hier höhere Spannungen können, naja, meistens sind hier die ja, wenn sie mit Kabel sind, an USB angeschlossen. USB arbeitet mit 5 Volt. Da würde sich das anbieten, die Controller auf 5 Volt zu machen, spart man sich halt den separaten Spannungsregler. Aber das ist halt eine Sache. Mich interessiert jetzt eher, was haben wir denn hier? Und dann gehen wir mal auf die Suche, was wir denn zu dem Chip finden. Ja, zum eigentlichen Mikrocontroller mit dem Funkmodul kann ich leider nicht ganz so viel finden. Man findet zwar ein paar Verkäufer, aber keine Datenblätter. Die einzigen Infos, die wir haben, ist, dass das eine 5-Key oder
ja, 2D oder 3D 5-Key-Maus ist. Wir kriegen eine Liste von Sensoren, die supported werden. Das ist also das Ding, was abtastet. Und da muss ich auch nochmal korrigieren. Und zwar, wenn man von der anderen Seite guckt, dann gibt es tatsächlich eine Beschriftung. Ist also definitiv eine MX8650A. Support 6 Buttons that can be customized. Interessant, jetzt sind 6 Buttons, eben waren es 5 Key, whatever. Mouse Wheel Support, Change of DPI bei Buttons and Upper Software. Das heißt also, ja, man kann die DPI ändern, je nachdem, was der Sensor so rausrückt. Hat Power Save und wir sehen hier auch 2,4 GHz Frequency mit 16 Frequency Hopping Points. Und eine 32-Bit-ID, sodass da entsprechend auch man nicht den Nachbarn steuert. Außerdem Supporting FCC-Test. Ja, Supporting heißt ja nicht, dass man den auch dann besteht. Nun gut, wenn wir das jetzt mal ignorieren, dann fällt uns bei hier dieser Liste, und das ist eine, die irgendwie tausendmal wohl kopiert wurde, denn die ist mir überall begegnet. Eins fällt aber auf, wir haben keine Spannungsinfo. Von daher, damit kommen wir nicht weiter. Aber wir wissen ja, der Sensor, das ist der hier. Gucken wir uns doch da mal an. Und da kommen wir deutlich besser voran. Da gibt es nämlich hier eine komplette PDF mit Specifications. Unter anderem auch mit unseren Features. Optical Navigation, Single Power Supply, 2D Motion Sensor, mit bis zu 1600 CPI, also DPI quasi, die Abtastung. Das Ding spart Strom, wenn keine Bewegung erkannt wird. Serielles Interface und eine Wide Operating Range von 2 Volt bis 3,5 Volt. Niete. Ja, das heißt also, zumindest mal den kann ich definitiv nicht mit irgendeinem ESP, wie komme ich jetzt auf ESP, mit irgendeiner Art von Akku direkt betreiben, denn ein voller Lithium hat halt 4,2 Volt. Und nicht 3,5. Ich bin mir jetzt noch ein bisschen unschlüssig, was ich jetzt mache. Das eine, was ich natürlich machen könnte, wäre tatsächlich irgendein LDO oder sowas da reinsetzen. Die sind natürlich inzwischen sehr effizient. Sache ist, ja, da müsste ich wahrscheinlich auch noch irgendwie in den Schalter reinbasteln, dass das funktioniert. Und so viel Spaß macht das nicht. Die andere Möglichkeit wäre, mit Dioden zu arbeiten. Ist eigentlich eine sehr, sehr schlechte Idee, aber eine schlechte Idee, die halt manchmal funktioniert. Eine Diode hat einen Spannungsdrop von ungefähr 0,6 Volt. Naja, 4,2 Volt minus 0,6 Volt gibt was? Naja, etwa 3,6 Volt. Das heißt, wenn ich da ein bisschen mit Dioden rumspiele, werde ich wahrscheinlich in diesen Bereich hier kommen. Das heißt natürlich, dass die auch dauerhaft diesen Abstand von diesen 0,6 Volt hat. Aber, naja, unsere tiefste Spannung, die wir mit dem Akku erreichen wollen, ist ja eigentlich auch eher so 3 Volt. 3 Volt minus 0,6 oder 0,7 Volt sind immer noch über den 2 Volt, die wir hier als Minimum haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Funksender das auch bei 2 Volt noch mitmacht. Aber ne, das ist auf jeden Fall schon mal so etwas, was man im Hinterkopf behalten kann. Ich meine, ich müsste mal gucken. Ich werde wahrscheinlich noch gute LDOs haben, die wenig Standby-Verbrauch haben, aber man sollte jetzt hier zum Beispiel keinen Standard AMS 1117 oder irgend sowas reinbauen, denn naja, so ein AMS 1117, der zieht halt im Standby im Zweifelsfall auch schon mal irgendwie seine 10 mA, also genauso viel, als ob man die Maus ganz normal anlassen würde. Das ist dann eher suboptimal. Na gut, wir wissen auf jeden Fall jetzt grob, womit wir es hier zu tun haben. Auch wenn das nicht das ist, was ich erwartet habe oder gehofft habe. Wir können es auf jeden Fall schon mal testen, indem wir einfach mal von einem Akku 3,3 Volt draufgeben. Und wir können uns natürlich noch ein paar andere Gedanken machen, denn Akku reinkriegen, ich glaube, hier ist mehr als genug Luft. Da kommt was rein, jetzt sicher keine 18650, wobei, ups, achso, das war mein Licht mit dran. Wobei selbst eine 18650 kann man wahrscheinlich mit etwas gutem Willen hier reinquetschen. Das, ja, machbar ist also viel hier mit dem Gehäuse. Allerdings, ich möchte nicht nur den Akku, sondern ich möchte auch da drin irgendwie
noch eine Protection-Schaltung und ideal wäre es natürlich, wenn ich auch noch irgendwie eine Ladeeinrichtung reinbekommen könnte. Das heißt also, ja, zum Beispiel hier in dieses Ding, wo der Empfänger normalerweise drin sitzt, zum Beispiel hinten eine Buchse reinzubauen, um dann mit einem Kabel das Ding aufladen zu können. Oder natürlich, ja, das würde auch funktionieren, einfach von hinten irgendwie so ein bisschen Metall hier unten hin machen und dann eine Ladeschale für bauen. Klingt alles nach Plänen, die man eventuell umsetzen könnte, wenn man motiviert ist. Ja, ich bin nur mäßig motiviert, weswegen ich eben so gestockt habe. Ich war gerade am Überlegen. Das hier ist ja eine LCO, also Lithium-Kobalt-Oxid wahrscheinlich. Die haben eine Maximalspannung von 4,2 Volt. Ich habe aber noch LFP-Akkus irgendwo rumliegen. Die haben nicht so eine große Kapazität. Aber diese LFPs, also Lithium-Eisenphosphat, die haben nur eine maximale Spannung von, ich glaube, 3,6 Volt waren das. Das ist sehr nah an den 3,5 Volt Maximum vom Sensor. Ich würde fast drauf schätzen, dass der das aushält. Ansonsten eine Schottky-Diode ist, glaube ich, bei 0,2 Volt. Das wäre halt auch noch in dem Okay-Ich-Bereich. Also das wäre tatsächlich eine Option, dann eine LFP hier reinzubauen. Ich muss mal schauen, was ich noch so an Protection und so rumliegen habe, wie viel die im Standby verbraucht. Aber ansonsten LFP auch sonst eine coole Sache, weil hält länger, hält mehr Zyklen durch. Auch wenn es dafür halt weniger Kapazität bei gleichem Gewicht ist. Aber die Maus ist jetzt zwar ein Energiefresser, aber auch nicht so viel, dass ich so einen Akku an einem Tag leer bekomme. Und wenn ich halt irgendeine Lademöglichkeit habe, ja, solange ich dran denke, die auch zu benutzen, wäre das okay. Na gut, ich gehe da mal auf die Suche. So, ich habe jetzt mal ein bisschen rund geguckt und ich denke, ich werde tatsächlich mit LFP-Zellen arbeiten, einfach weil es von der Spannung deutlich besser passt. Und ja, für hier die Anwendung ist das auch ausreichend. Ich habe noch hier ein paar in dieser wunderschönen 14500er Format. Manche nennen es auch AA-Zelle. Ja, die dürfte ich auf jeden Fall hier irgendwo drin unterkriegen. Das ist ja nochmal ein Stück kleiner. Bisschen problematischer ist, dass das hier Button-Top ist. Das heißt, die ist wirklich so als Batterieersatz gedacht. Ich habe leider keine Einzelzellenhalter gefunden, aber ja, wir alle wissen ja, der 3D-Drucker regelt im Zweifelsfall. Da kann man sich auch mal hier sowas bauen, wickelt mal ein bisschen Draht rum, dann geht das. Und das sollte sich auch hier drin irgendwie bestimmt versenken lassen. Da habe ich jetzt nicht so Bedenken. Ein paar Bedenken habe ich aber an anderer Stelle. Und zwar, wir wollen vielleicht nicht die Zelle hier so einfach da reinmachen. Das heißt also, wir brauchen noch irgendetwas als Schutz. Und normalerweise nutze ich an der Stelle dann diese Dinger hier. Das sind so kleine Schutzmodule. Da ist entsprechend alles drauf, was man braucht. Man hat hier den MOSFET, den Triwatch-IC, der das Ganze überwacht. Und auf der Rückseite neben den beiden Battery-Terminals, die wir dann hier zum Anschweißen haben oder löten, hier entsprechend dann Power Plus, Power Minus, wo wir dann die Maus anklemmen können und da können wir dann Strom ziehen. Würde prinzipiell funktionieren, aber ich möchte ja möglichst auch laden und da habe ich noch ein anderes Board gefunden, das dürfte dann meine Zwecke ein bisschen besser erfüllen, nämlich das hier. Ja, wem das bekannt vorkommt, kein Wunder, es ist an etwas anderes sehr stark angelehnt. Das sieht nämlich fast so aus wie die klassischen TP4056 Module oder was das ist, die wir für Lithium-Akkus benutzen. Aber der hier anderer Chip drauf, das Ding hier, das kann nämlich auch LiFePO4. Und hier hinten haben wir auch wieder Treiber-IC und MOSFET. Also im Prinzip dasselbe, was wir auch hier auf diesem Ding haben. Wenn wir hier mal vergleichen, dann haben wir im Prinzip das, was hier auf dem Board ist, einfach hier auf dem Board mit dabei. Das heißt, das hier ist Laden und Protection. Und ich denke, das passt dann deutlich besser. Dann kann ich den Akku direkt in der Maus laden. Nicht ganz so doll ist hier vorne das. Das ist noch eine klassische Micro-SD-Buchse. Ja, USB-C wäre mir lieber gewesen. Aber na gut, im Notfall kann man es immer noch umlöten. Wie wir sehen, auch hier hinten gibt es ein Out-Minus-Out-Plus, ein Batterie-Plus-Minus. Ich denke, damit komme ich klar. Muss ich nur noch alles irgendwie miteinander verheiraten, hier reinbuxieren und dann geht das. Oder? Ja, fast. Ihr erinnert euch dran, was ich hier zu der
Zelle gesagt habe. Naja, hier steht zwar jetzt 3,2 Volt drauf, aber das ist nur die Nennspannung, genauso wie bei Lithium-Kobalt oder den klassischen Lithium-Ionen-Zellen 3,7 Volt, so um den Dreh meistens angegeben ist. Aber die Ladespannung, die ist höher. Bei Lithium-Ionen-Akkus, den klassischen, haben wir 4,2 Volt. Und hier geht es eher so in die Richtung 3,6 Volt. Wir haben aber ja schon gelernt, der Sensor in der Maus kann laut Datenblatt eigentlich nur 3,5. Was nun? Naja, also es gibt jetzt zwei Sachen, die man machen könnte. Die eine wäre, ich gehe hin und hau hier einfach 3,6 Volt rein. Passt schon. Realistisch gesehen, ich gehe nicht davon aus, dass hier das Ding tatsächlich Schaden nimmt, wenn man 3,6 Volt da drauf gibt. Das ist so eine kleine Überlastung, das müsste noch gehen. Aber hey, wenn wir schon mal da sind, versuchen wir das auch richtig zu machen. Oder naja, richtig ist vielleicht der falsche Ausdruck, richtiger. Und ich sagte ja schon, eine Möglichkeit könnten Dioden sein. Ich habe mal so ein bisschen rund geguckt. Das eine, was ich gefunden habe, sind die hier. Das ist die 1N5819 bis 40 Volt, 1 Ampere, Reichdicke. Wie wir hier aber sehen können, 600 Millivolt an Drop. Und was ich noch gefunden habe, sind hier diese, kann man wahrscheinlich nicht so schön sehen, das ist 1N5822. Das ist eine relativ ähnliche Serie wie das hier, aber wir sehen eventuell, dass hier sind kleine SMD-Dioden. Das hier ist eine Hausnummer größer. Hat damit zu tun, dass die ein bisschen mehr aushält. Namentlich macht die hier 3 Ampere im Gegensatz zu dem 1 Ampere da drüben. Beide geben, wie gesagt, eine nicht ganz so tolle Spannung an. Das hier ist 600 Millivolt, wie wir gesehen haben. Die hier sagt im Datenblatt irgendwas von, ich glaube, 500 Millivolt. Aber das ist bei höheren Strömen. Hier sehen wir zum Beispiel 600 Millivolt bei 1 Ampere. Und ja, die andere ist, glaube ich, auch der Maximum. Wenn wir mal ins Datenblatt gucken, fangen wir mal mit der kleinen SMD-Diode an. Dann haben wir hier zum Beispiel, wenn ich mir das Datenblatt von Rectron hole, dann haben wir hier ein Diagramm Typical Forward Characteristics mit der Instantaneous Forward Voltage gegen den Forward Current. Wenn wir gucken, bei 0,1 Ampere, was für uns wahrscheinlich ausreicht, 100 mA, haben wir bei Raumtemperatur unter 0,3 Volt, die wir an Drop haben. Das ist auf jeden Fall schon mal weniger als die, was waren es, 800 oder 600 Millivolt, die da draufstehen. Die 600 erreichen wir nämlich erst bei dem 1 Ampere, also beim Maximum. Und die andere, die ist ja nochmal ein bisschen drunter gewesen. Hier sehen wir im Datenblatt von ST zum Beispiel 0,475 Volt. Das ist aber VF Max, also Forward Voltage Maximum. Wenn wir mal runtergehen, gibt es auch hier irgendwo ein Diagramm. Und hier sind wir, Figur 10.2, Forward Voltage Drop versus Forward Current, Typical Values für die 5822. Und wenn wir uns die schwarze Kurve angucken, das ist Raumtemperatur. Und auch hier unten, das ist jetzt zum Beispiel bei 10 mA, sind wir knapp über 0,2 Volt bei 100 mA, auch so um den Dreh 0,3 kurz drunter. Das heißt also im Prinzip würde ich fast davon ausgehen, dass die ungefähr gleich aussehen und beide bei einem Voltage-Drop von 0,2 bis 0,3 Volt rauskommen. Das ist für uns natürlich ganz gut. Das heißt, ich kann im Prinzip beide hiervon einfach einbauen, mache die in die Stromversorgung, dann ist es halt 0,2 Volt weniger. Das heißt, vollgeladen 3,6 Volt gehen wir dann runter auf 3,4 Volt. Oder 3,3 eventuell. Und ich denke, damit können wir leben. Selbst wenn wir auf die 3,2 Volt gehen, was ja so das Plateau ist, dann kommen wir irgendwo so bei 2,9 Volt raus. Ich gehe davon aus, das funktioniert auch noch sauber. Denn so eine AA-Zelle, naja, normalerweise sagt man, Triple A war hier ja drin, aber egal. Alkaline-Zellen und so weiter, sagt man meistens, dass die leer sind bei 0,8 Volt. 2 mal 0,8 wären 1,6 Volt. Ich gehe also davon aus, so bis 2 Volt runter wird das Ding bestimmt noch funktionieren. Und ja, da haben wir noch ein bisschen Luft. Okay, Plan steht. Ich würde sagen, ich gehe dann mal hin, baue mir hier irgendwas zusammen damit. Und dann gucken wir einfach mal, ob das geht. Ich habe die dumpfe Befürchtung, das Komplizierteste ist tatsächlich irgendwie das so zu montieren. Moment mal, passt das? Ich wollte gerade sagen, so zu montieren, dass man das Ding laden kann. Ich sehe aber gerade hier, ist halt 2D versus 3D. Hier sind solche Einschnitte drin.
Normalerweise, dass das Ding halt den Empfänger greift. Aber, wie man gerade eventuell so gesehen hat, ich kann auch einfach hingehen und kann den hier reinschieben. Und es hält. Also mit einem dünnen Kabel kann man das bestimmt laden. Ja gut, das wird wahrscheinlich in der Praxis nicht funktionieren. Ich guck mal, wo ich den am Ende hinsetze. Heißkleber wird's regeln. Heißt, ich habe das Ganze jetzt erstmal mit Klebeband ein bisschen im Gehäuse fixiert. Einfach um zu gucken, dass, wenn ich die Bauteile da hinsetze, ich am Ende den Deckel auch noch drauf kriege und das alles noch zusammenpasst. Sieht alles okay aus, Plan steht. Also fangen wir mal an, die ganzen Sachen anzulöten. Ja, und das artet wohl dann doch noch ein bisschen Arbeit aus. Das erste ist hier, ich habe mal geguckt nach dem CN3058E, der da drauf ist. Das ist tatsächlich ein 1 Ampere LiFePO4 Battery Charger. Ist also speziell für LiFePO4, sollte also nicht irgendwas da sein, wo man was einstellen muss. Das ganze Datenblatt ist aber spannend, denn wir haben einen LiFePO4 Battery Charger mit Preset 3,6 Volt Regulation Voltage, das kommt soweit hin. Aber die Applications sind unter anderem Lead-Acid-Batteries. Was? Okay, das ist relativ sinnfrei. Was mich aber mehr interessiert, ist der Ladestrom. Hier steht ja 1 Ampere oder up to 1 Ampere. Das wäre, glaube ich, für unsere Zelle etwas ungünstig. Die ich hier habe, was haben die? Die haben, glaube ich, ein paar 100 mA, 700 mA. Möchte ich ungern mit einem Ampere reinhauen. Es würde wahrscheinlich funktionieren, aber sicher ist sicher. Also gucken wir mal, wo wir hier sind. Und irgendwo gab es hier diesen I-Set. Das ist VI-Set durch RI-Set mal 1011. Okay, also I-Charge ist im Endeffekt 1,218 Kilovolt geteilt durch RI-Set. Das heißt also, für 1 Ampere wären wir bei 1,2 Kilo-Ohm. Müssen wir mal gucken, was die hier verbaut haben und eventuell den dann tauschen. Denn mit einem Kilo Ampere möchte ich auf jeden Fall nicht laden. Okay, gerade noch mal geguckt, passt nicht. Wenn wir hier auf den Widerstand gucken, dann steht da etwas von 122, also 1,2 Kilo-Ohm. Entspricht dann in etwa einem Ampere Ladestrom. Wie gesagt, ich hätte gerne weniger. Ich werde den dann gegen 3 Kilo-Ohm wahrscheinlich gleich austauschen. Das müsste so etwa ein halbes Ampere sein, ein bisschen drunter. Das klingt für mich sinnvoller. Gibt aber noch ein zweites Problem, nämlich der hier. Ja, da steht auch was drauf, nämlich 4B16. Dummerweise kann ich zu dieser Nummer absolut gar nichts im Internet finden. Das heißt, ich weiß nicht, was dieser Protection IC tut. Ich möchte aber ungern unprotected darum hantieren. Das heißt, ich werde gleich mal meinen regelbaren Akku, sprich das Labornetzteil, holen und mal so ein paar Spannungen simulieren. Mal gucken, wann er abschaltet, einfach um zu wissen, okay, passt das für LiFePO4 oder muss ich mir da Gedanken machen? Und wenn das alles passt, ja, fertig verkabeln. Ach, und warum man das macht, das sehen wir im Übrigen hier. Das ist, wie gesagt, ein Protection-Ding, was ich gekauft habe, wo LFP dran stand. Naja, das, was drauf ist, ist ein DW01A. Der ist definitiv nicht für LFP. Der ist für normale Lithium-Batterien. Nicht gut. Ansonsten machen wir mal eine kleine Messung hier. Ich habe jetzt hier mein Netzteil eingestellt auf 3,6 Volt, relativ genau. Und das speist jetzt den Akkueingang. Wenn ich auf den Ausgang gucke, dann sehe ich aber nur 2,9 Volt. Ist die Diode so schlecht? Nee, noch nicht mal, denn ich war faul und habe den Pluspol an die Eingangsspannung geklemmt. Die sind eigentlich kurz geschlossen, aber ist jetzt quasi vor der Diode. Das heißt, wir sind hinter der Protection, vor der Diode. Die spielt also noch gar nicht mit. Und das wird auch nicht besser, wenn man versucht, was zu ziehen. Wir sehen, die Spannung bricht direkt ein, also da ist nichts dahinter. Lösung ist relativ einfach, die Protection ist an. Wenn man das Ding hochfährt, dann startet der mit eingeschalteter Protection. Also sozusagen der Ausgang ist nahezu inaktiv, da kann man nichts ziehen. Und ne, um die einzuschalten, steckt man dann einmal den USB ein und dann hat sich das Ganze wieder.
Sieht das Ganze auch besser aus. Bei 3,6 Volt Eingang kriegen wir 3,58 Ausgang. Das kommt hin. Das ist ungefähr der Voltage Drop von dem Transistor wahrscheinlich. Und wie wir sehen können, er zieht jetzt more or less 10 mA. Das kriegt er relativ gut gehalten. Ich habe dann mal ein bisschen runtergedreht, die Spannung immer weiter runter und am Ende ist er etwa bei 2 Volt ausgestiegen. Das heißt also, das klingt relativ genau nach dem, wo man so eine LiFePUFI auch abschalten will. Das heißt also, der Protection Chip, der hier auf dem Board ist, der ist für LiFePUFI auf jeden Fall geeignet. In die andere Richtung habe ich auch mal geguckt. Die Ladung, die terminiert hier ungefähr bei 3,56 Volt. Plus minus ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie genau hier die Messgeräte sind. Die sind nicht kalibriert, aber Pi mal Daumen 3,6 Volt. Das kommt auch sauber hin. Und der Überladeschutz, der springt bei 3,65 Volt so um den Dreh an. Also auch in einem Bereich, der okay ist für eine LiFePO 4. Bin dann noch hingegangen und habe mir das Ganze hinter der Diode angeguckt. Wir hatten ja vorne 3,58 Volt. Hinter der Diode 3,48 Volt, also ungefähr 100 Millivolt gehen verloren. Aber das hier ist ja ohne Last. Ohne Last kann jeder. Wenn ich die 10 mA drauf mache, oder jetzt sind es 8 mA hier in dem Screenshot, dann sinkt das Ganze auf 3,3, 3,32. Also grob verlieren wir in Anführungszeichen 250 Millivolt in etwa durch die Diode, sind damit aber unter den 3,5 Volt und damit im sicheren Bereich. Das heißt, ich kann die Maus jetzt da passend anklemmen. Wunderschön, klingt alles gut. Ja, ich habe dann alles fertig angeschlossen. Das heißt also, die Batterie an die Batteriepins, an Out entsprechend hatte ich ja schon den Stecker dran. Und an Innen habe ich auch noch zwei Kabel dran gemacht. Da kommen wir dann irgendwann später mal zu. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, mir da noch eine Ladeschale dran zu machen. Ein bisschen problematisch ist noch die Sache mit dem Akku. Ich hatte ja eben gezeigt, dass ich so einen 3D-gedruckten Halter habe. Der passt doch nicht ins Gehäuse. Also brauchen wir die nackte Zelle. Nackte Zelle zu kontaktieren ist gar nicht so einfach. Ich habe dann probiert, mit meinem Pulsschweißgerät das zu machen. Also einfach einen Nickelstreifen dran und den dann löten. Bei Minuspol funktioniert das auch einwandfrei. Allerdings, ja, der Pluspol, das ist ja so ein Buttontop. Da kriege ich nichts fest. Ich bin dann die YOLO-Methode gegangen und habe das Ding einfach direkt auf den Pluspol gelötet, in der Hoffnung, dass da schon nicht zu viel Hitze zur Zelle wirklich durchkommt. Schauen wir mal, wenn ich den jetzt hier einstecke, müssten wir auf jeden Fall in der Lage sein zu sehen, ob die Maus Strom bekommt. Machen wir mal an. Eventuell das ein bisschen. Oh. Das ist mehr Leben als gedacht. Ich habe jetzt dummerweise keinen Laptop da, das heißt, ich kann nicht testen, ob er tatsächlich funktioniert, aber wir haben ja gesehen, die Lampe geht an, also ich gehe sehr stark davon aus, dass das dann auch funktioniert. Fein. Muss nur noch das hier ins Gehäuse alles. Den Akku, den wickle ich dann gleich erstmal in ein bisschen Tape ein. Gewebeband ist zwar kein Isolierband, aber für hier die Zwecke reicht es. Ich muss ja nicht wirklich isolieren, sondern einfach nur verhindern, dass da was anderes drankommt. Und dafür ist es dann auch ausreichend. Plus der Vorteil durch das Gewebe habe ich nicht so das Problem, dass ich da irgendwas durchdrücken kann so schnell. Das ist dann ein bisschen hilfreicher. Okay. Das kann dann irgendwo hier oben drin verschwinden am Schluss. Mal gucken, wie der Akku da am sinnvollsten reinpasst. Wir haben ja genügend Platz. Das andere, das ist eigentlich so ein typischer Fall für Heißkleber. Ich gehe jetzt erstmal hin und mache es auch nur mit Tape, weil Heißkleber jetzt heiß machen ist gerade unpraktisch. Erstmal Testbetrieb, dann später gucken. Okay, ich denke, das reicht jetzt erstmal, dass das nicht zu problematisch wird. Und diese beiden Drähte hier. Jetzt erstmal nur hier unten hin, gerade abgetaped, dass da kein Kurzschluss passiert. Und ja, dann sind sie für den Fall da, dass ich sie hier unten brauche. Okay, ich denke, so kann der Testbetrieb dann erstmal starten. Bauen wir dann gleich zusammen, schrauben mal zusammen. Und mit Glück habe ich dann gleich eine funktionierende Maus für den Abend. Glidepads lasse ich natürlich erstmal ab.
wird ja eh wieder zerlegt. Mindestens mal, um das hier sinnvoll reinzubauen. Aber fürs Erste machen wir gleich den Deckel drauf. Dann sieht das aus fast wie neu. Nur, dass es halt keine Batterie mehr frisst. Ja, und ich denke, damit ist der Umbau dann auch soweit erstmal erfolgreich. Wie wir sehen können, das Ding leuchtet fleißig hier in der Gegend rum. Also unser Akku-Ersatz funktioniert hier drin. Hab das Ding jetzt auch schon so eine Woche lang benutzt. Also hält bisher ganz gut durch. Keine Aussetzer, keine Probleme. Und ist auch noch die erste Akkuladung. Wenn es leer ist, habe ich ja hier drunter mir meinen Ladeport versteckt. Aber wie gesagt, den gucken wir uns irgendwann in einem anderen Video nochmal an. Und ja, bis dahin kann ich jetzt hier offensichtlich meine Maus benutzen, ohne alle Nase lang da die Batterie tauschen zu müssen und Dinge wegwerfen zu müssen. Hat das Ding auf jeden Fall nur ein zweites Leben bekommen und kann hier meine abendlichen Surfrunden etwas angenehmer gestalten. Oder anders gesagt, das Ding hier tut jetzt wieder, was es soll.